Hallo meine Lieben, heute zum stürmischen Mittwoch starten wir rein in eine Special-Legung und zwar ist das Thema die drei der Stäbe. Habt ihr auch so eine Sehnsucht, könnt ihr es auch kaum erwarten, wann geht die Entwicklung weiter, wann startet die Reise, wann werden eure Hoffnungen, Wünsche erfüllt, wo habt ihr noch Sehnsüchte auf das, was kommen mag? Wir schauen rein, was uns das Universum zu den drei der Stäben wissen lässt. Hab viel Spaß mit deiner Legung. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sunny und wir starten heute optimistisch in unsere Wunscherfüllung. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich denke, es ist genauso stürmisch wie bei mir hier. Aber nichtsdestotrotz kommt gerade durch die Regenwolken kurz die Sonne raus und ich wollte diese für euch einfangen. Ihr Lieben, momentan, weiß nicht, wie es euch geht, ne? Sind wir in der Energie von den drei der Stäben in der Erwartungshaltung, schauen quasi in Richtung Zukunft, haben Sehnsucht, aus den drei der Schwertern rauszukommen und stattdessen, ich suche sie euch schnell raus, in die drei der Stäbe zu starten, beziehungsweise wird mir gesagt, ne, wir schauen hier in die Zukunft und haben schon Hoffnung, Wünsche, Erwartungen, können den richtigen Zeitpunkt des Wandels hier in der neuen Welt kaum erwarten. Ne? Deswegen wurde mir gesagt, macht bitte ein Special Reading zu den drei der Stäben. Das heißt, wenn auch du hier in der Reisegruppe bist, dich von alten Herzschmerzthemen schicksalshaft zu entfernen, Kummer sein zu lassen, hier eine Entscheidung zu treffen, planvoll und beständig in deine Zukunft, in deine neue Welt mitzuschauen, mitzukreieren, dann bist du jetzt heute und hier richtig, denn wir starten rein in ein Reading, in die Energie der drei der Stäbe. Die drei der Stäbe sind schon die ersten Schritte Richtung Zukunft. Hier wartet man auf die Schiffchen, die endlich ankommen wollen, sollen, voller Sehnsucht, voller Hoffnung, ist bereit in eine neue Erfahrung, in eine neue Entwicklung zu starten. Was ist denn hier los jetzt schon wieder? Schaut mal, was für ein Chaos, rückläufiger Merkur. Nichts passiert ohne Grund. Warum? Ja, in die Unabhängigkeit, in die sonnigen, glücklichen Zeiten, raus aus Rückzug, Heilung, ne, mentaler Heilung, wieder rein in den Spaß des Lebens und hier sein Hab und Gut zu nehmen und weiterzuziehen, auch wenn in beständigen Schritten, dafür aber langsam und planvoll in die Zukunft, in Leichtigkeit, in einen Neuanfang, in Gerechtigkeit. Ihr Lieben, so, das war die Legung. Nein, kleiner Spaß, aber genau um diese Energie, ne? Alle hier als verwundete Krieger, die jetzt zuschauen, die ihre Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben, ja, vielleicht einen Neuanfang mit einem Herrscher oder von einem Herrscher starten möchten, ne? Der Herrscher ist ja per se zwar strukturiert, geht in die Umsetzung, kann aber auch lethargisch faul sein, nichts machen und immer der Meinung sein, jemand kommt auf ihm zu. So, ihr Lieben, bitte seid so lieb und bedenkt, ist eine Kollektivenergie, kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente oder aber auch gar nichts. Ja, hier, ne, die Zweifel schmeißen sich noch raus, war ja grundsätzlich die Monatsenergie für den Monat April. Ich bin jetzt auch schon dran an den kommenden Mai-Legungen. Hoffentlich schaffen wir es als Kollektiv, uns jetzt hier aus der Zerrissenheit zu befreien, Herz und Verstand in Einklang zu bringen und die sonnigen Zeiten zu genießen. Ne? Habe hier nur Mut, vertraue dem, was kommen möchte. Auch wenn du sehnsüchtig auf eine Veränderung wartest, dann lass uns mal reinschauen, was denn uns das Universum mitgibt. Was darf ich dem Kollektiv mitgeben, was hier sehnsüchtig auf eine Veränderung, auf eine neue Entwicklung oder Aufstieg in eine neue Stufe wartet. Ja, Licht am Ende des Tunnels, ihr Lieben, ja? Wir legen es mal hier so schön in die Sonne.
Hier mit dem Hierophanten geht es ja darum, seine Glaubenssätze zu überprüfen, seine Werte mal zu überprüfen. Ne? Entspricht die Beziehung, in der du bist, genau dem, was du dir vorgestellt hast? Oder du hast reflektiert aus den vergangenen Themen und weißt jetzt genau, wie du dir deine Werte vorstellst, hast deinen Wert gefunden, möchtest hier wieder vertrauen können in den Glauben ans Universum. Ja, auch der Hierophant kann für eine Ehe stehen, für eine feste Partnerschaft, eine feste Verbindung, auch eine feste lange Beziehung. Ja, hier seid ihr nämlich die Stufen raufgeklettert aufgrund eurer Erfahrungen und Herausforderungen und freut euch auf das, was jetzt kommen möchte. Ne? Hier mit dem Hierophanten gerade in dem Lightseers Tarot Deck. Ich halte es euch noch mal kurz in die Kamera von der Chris Ann vom Hay House Verlag. Geht es darum, dass man hier das Licht am Ende des Tunnels findet oder gefunden hat und hiermit darauf hingewiesen wird. Ne? Bleibe an deinem Urvertrauen dran, komme in den Glauben an das All-Eins, vertraue hier darauf, dass Licht am Ende des Tunnels sich für dich zeigen wird. Du darfst hier ganz entspannt dich hinsetzen und dich voller Vorfreude auf das freuen, was auf dich kommen mag. Ne? Weil hier mit den Federmünzen in Kopflage heißt es, du darfst loslassen, du brauchst nicht länger an Altem festhalten. Auch die vornehme Zurückhaltung sagen ja die Federmünzen, ein kleines Fundament schon aufgebaut zu haben. Aber du möchtest mehr, du möchtest hier die Erfüllung, große Arcana-Karte, 2 Stück schon auf dem Tisch, hier nämlich voller Hoffnung in die Zukunft schauen, an deinen Träumen dranbleiben, Klarheit schaffen, deinen Visionen folgen, ne? Hier werden Wünsche wahr, auch der Stern steht für Klarheit und Heilung. Halte hier an deiner Hoffnung fest. Wir haben hier 2-mal das Licht am Ende des Tunnels, hier am Ende des Seils. Du möchtest nach den Sternen greifen und diese dir hier runterfischen. Nichts anderes, ne? Habe ich in der Energie. Du wartest hier drauf, dass du mit der Königin der Stäbe selbstbewusst ein neues Kapitel schreiben kannst, dir wieder deine Kraft, Strahlkraft und Stärke zurückgeholt hast und jetzt ready bist, die sonnigen Zeiten in Empfang zu nehmen. Ihr Lieben, Burner-Legung bis dato. Wir haben hier reine Lernaufgaben auf dem Tisch. Nochmal eine große Arcana-Karte. Ihr Lieben, das sind 3 Stück von 22. Ja, wow, wirklich krasse Energie. Hier wie Phönix aus der Asche aufsteigen, dich befreien, in Frieden kommen mit der Vergangenheit, den Wendepunkt deines Lebens einläuten, den Ruf deiner Seele folgen, dich frei machen von emotionalen Abhängigkeiten, von Fesseln, alles, was dich gefangen gehalten hat. Hier machst du dich frei, streifst deine Haut ab und startest komplett neu durch. Vielleicht ist für den einen oder anderen eine zweite Chance möglich, aber mir kommt es hier mehr als Kollektivenergie rein, dass es darum geht, wie Phönix aus der Asche sich zu befreien und hier in eine neue Stufe, auf eine neue Stufe, in eine neue Entwicklung zu wandern. Nämlich hier mit den 7 der Münzen geht es hier darum, dass du in der Vergangenheit schon die ein oder andere Münze gesetzt hast, deinen Samen gepflanzt hast und jetzt ready bist, langsam schon die ersten Blüten, die ersten Knospen und Früchte in Empfang zu nehmen. Und das ist auch der Hinweis für den Monat Mai, wo es ja darum geht, dass hier auch eine Vielzahl von Blumen schon in voller Blüte erblühen, dass die Welt im Monat Mai auch schon langsam in den Aufruhr kommt und seine Farbvielfalt quasi zeigt, ne, Zeit auch von erhöhter Fruchtbarkeit. Hier mit den 7 der Münzen geht es um das Abwarten, um den Reifeprozess, um den Wachstumsprozess, natürlicher Wandel. Hier möchte jetzt etwas aus deinen vergangen gesetzten Samen rauswachsen, aus den Kinderschuhen quasi das Laufen lernen, denn du bist bereit, dich hier komplett zu befreien. Wow, ich finde es allein schon eine Hammer-Energie und würde sagen, wir nehmen das als Überschrift. Normalerweise wollte ich hier ein paar Orakelkarten ziehen, aber die ziehen wir jetzt einfach zum Schluss. Ich sehe nämlich schon wieder nichts mehr, weil die Sonne so blendet. Ich schiebe es noch ein bisschen, oh, und schon geht sie weg, ein bisschen nach oben. Und dann würde ich sagen, wir starten und klären die einzelnen Karten mal ab. So, liebes Universum, der Hierophant.
Ja, ihr Lieben, nochmal die Gerechtigkeit, wie ihr gesehen habt, die sich vorhin schon gezeigt haben. Noch eine große Arcana-Karte. Hier ist Karma am Werkeln sozusagen. Hier wird die Waagschale auf Balance gestellt, eine Entscheidung getroffen zum, ja, entweder Wohle oder Nichtwohle aller Beteiligten. Hier werden alle, ne, wie mit den 7 der Münzenbau, schaut mal, wie mit den 7 der Münzen. Und ich hole sie jetzt nochmal raus. Die Stimme in mir ist so laut. Wie mit den 7 der Münzen wird jetzt hier jeder seine gesetzten Samen der vergangenen Handlungen und Taten ernten. Ja, nichts anderes sagt die Karte Gerechtigkeit, die von Karma spricht. Ne? Du wirst hier die Handlungen, die Worte, die Taten der Vergangenheit als deine Konsequenz ernten. Das, was du gesät hast, das wirst du ernten. Ne? Hier ist jetzt Zeit für den einen oder anderen, den Tunnel zu verlassen und sich dem Licht des Lebens zuzuwenden, nach den Sternen zu greifen und endlich auf Gerechtigkeit zu vertrauen. Auch wenn ihr hier das Gefühl habt, Manu, lange Zeit steckt man hier schon fest, man wartet auf Gerechtigkeit, vielleicht, dass die Menschen, die euch in Herausforderungen gestürzt haben, hier endlich ihre Belohnung, Strafe oder Handlung oder Konsequenz bekommen oder ziehen dürfen, vielleicht auch aufgrund diesen karmischen Wandel jetzt in ihren Reifeprozess switchen. Wir schauen mal weiter. Ja, ihr Lieben, ne, ihr seid hier in der Energie der Königin der Schwerter. Die zeigt sich ja nun auch schon eine gewisse Zeit. Auch ihr lieben Männer, ne, seid so lieb und dreht euch einmal um. Ich schaue immer aus der Sicht einer Frau, weil ich selber eine Frau bin. Nichtsdestotrotz, als männliche Kollektivenergie geltet ihr oder gilt diese Energie auch für euch, denn wir haben hier die Königin der Schwerter, die einfach aufgrund der gemachten Erfahrungen der Vergangenheit ihre Gefühle verschlossen hat, sehr klar und scharf in ihrer Kommunikation geworden ist, sich abgegrenzt hat, auch lernen musste, schweren Herzens manche Türen hinter sich zu schließen und auch lernen durfte, dass es egal ist, was andere Menschen von ihr denken. Hier kommt jetzt karmische Gerechtigkeit in dein Feld. Hier wirst du den Lohn deiner gesetzten Samen in der Vergangenheit ernten. Glaube an das große Ganze, ne? Auch die Glaubhaftigkeit des Universums möchte sich dir hier beweisen. Deswegen zeigt dir das Universum in dieser Legung das Licht. Was soll ich sagen, ihr Lieben? Das Licht am Ende des Tunnels, ja. Ich mache mal ein bisschen Platz, weil auch noch das Schicksalsrad, wie vorhin, ne, möchte sich zeigen, wieder mit der Kommunikation und der Kontaktaufnahme, wenn du denn dein Hab und Gut nimmst und gewisse Situationen, die dir nicht mehr dienlich sind, verlässt sozusagen, weil hier ein karmischer Wandel zum Positiven, ne, zum Glück für dich sich drehen möchte, damit du hier optimistisch wieder voller Spaß und Leichtigkeit in die Zukunft schauen kannst, Erkenntnisse bekommst, ne, hast vielleicht auch die Perspektive gewechselt, hast jetzt gelernt zu reflektieren und zu verstehen, warum dir gewisse Sachen in der Vergangenheit passiert sind, damit du hier wieder in deine Leichtigkeit findest, in deine Stärke aufgeschlossen zu sein, vertrauensvoll zu sein, optimistisch zu bleiben und sich hier neuen Chancen, Potenzialen, Energien auch zu öffnen. Ja? Hier möchte das Schicksalsrad jetzt für dich einen Wandel herbeiführen und wir haben ihn nochmal, ihr seht, ne, die Energie will raus, egal, auch wenn ich mir vorhin einen Spaß gemacht habe. Im Endeffekt waren wir in 5 Minuten fertig. Wir haben hier den Ritter der Münzen. Du, meine liebe Königin der Schwerter und auch ihr lieben Männer, ne, habt hier wirklich eine gewisse Herausforderung hinter euch, habt gelernt, euch abzugrenzen, eure Wahrheit auch zu sprechen und nach dieser Wahrheit auch zu handeln. Ihr seid bereit, hier zu investieren, auch wenn es bedarf, mal die ein oder andere Pause zu machen mit dem Königin, mit dem Ritter der Münzen, weil auch hier das Pferd ab und an mal eine Pause braucht. Nichtsdestotrotz finde ich das eine schöne Energie, denn der Ritter der Münzen ist unter anderem eine meiner Lieblingskarten, der zwar langsam ans Ziel kommt, ist die langsamste Karte im Tarot, aber dafür vielversprechend und beständig an seinem Erfolg und an seiner Fülle arbeitet. Ne? Im Bereich der Beziehung ist dieses auch ein Mensch, der bereit ist, an einer Partnerschaft zu arbeiten, Schritt für Schritt hier weiter sich zu entwickeln, miteinander zu entwickeln, ne? Hier die Erwartungen gegensätzlich auf Augenhöhe
hier auf Augenhöhe sich die Hand mit jemand zu reichen. Ne? Hier geht es darum, dass man auch in die Planungsphase gehen darf, für Stabilität und Sicherheit sorgen darf und aktiv werden darf, für sein eigenes Glück voranzugehen. Wow! Ihr Lieben, mega. Mit den zwei der Kelchen geht es um Verbindungen, Verträge, Partnerschaften. Für die einen oder anderen geht es hier um Liebe. Für die anderen geht es hier um Arbeitsprojekte, um Freundeskreise, wo man sich auf Augenhöhe begegnet, wo man sich in gleicher Energie begegnet, sich gegenseitig unterstützt und die Hand auch reicht, weil hier beide Kelche gleich gefüllt sind und keiner mehr aus dem Mangel suggeriert, sondern aus seiner eigenen Fülle schöpfen kann, damit sich hier die Regenbogenfarben aus jedem Kelch miteinander zusammenschließen kann und Großes daraus erwachsen kann. So, das Wörtchen kann habe ich jetzt aber ganz schön oft genommen. Ja, ihr Lieben, hier geht es für den einen oder anderen wirklich um die Liebe, sich wieder neu zu verlieben, wieder schöne Momente zu genießen, zu träumen. Auch die ein oder andere Tagträumerei ist mit dieser Karte abgedeckt, ja. Auch wenn du dir das Glück jetzt noch nicht vorstellen kannst, so darf ich dir einmal hier auch diese zwei Hände zeigen, die ein Herz formen und in der Hand halten, ja. Hier geht's drum, dass du jetzt schon Vorwellen hast, so wie die Sonarwellen einer Fledermaus. In irgendeinem Reading hatte ich die Batman-Fledermaus sozusagen. Ne? Hier geht's drum, du spürst hier schon, dass etwas in dein Energiekreis, in dein Energiefeld kommen möchte. Dir geht es vielleicht nicht schnell genug mit dem Ritter der Münzen. Nichtsdestotrotz darfst du mal träumen, was dich zum Schweben bringt, wie es sich denn weiterentwickeln könnte, wenn du voller Optimismus und Begeisterungsfähigkeit deinen neuen Projekten folgst, Spaß am Leben hast, rausgehst, optimistisch in die Zukunft schaust, um dich hier vielleicht neu zu verlieben oder auch mit dem Schweindall hier dein Glück zu finden, egal in welcher Angelegenheit du gerade hier drauf schaust. Ne, nichts anderes sagt der Stern, finde dein Glück, komm in die Klarheit, auch in deine Heilung. Du siehst jetzt das Licht. Wow, ihr Lieben, ich möchte ja keine Liebeslegung draus machen, aber was soll ich sagen? Der Tod am Unterdeck, auch wenn du das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen oder greifen kannst, wollte ich sagen. Aber da war das Universum schneller, denn es hat mir hier folgende Karten für euch rausgeschmissen. Einmal den Ritter der Kelche und die Neun der Kelche, die wir auch vorhin schon gesehen haben. Hier geht es darum, eben entweder per se deine Energie, dass du jetzt rausgehen darfst. Du darfst eben hier optimistisch bleiben, offenherzig bleiben, rausgehen, Leute treffen, daten, dich verabreden, Spaß haben, ins Kino gehen, ja, Verantwortung für dich übernehmen und dich den leichten Sachen des Lebens wieder hingeben. Ne? Vielleicht bekommt der ein oder andere auch Blümchen geschenkt. Hier kann auch sein, dass die Energie für eine Energie im Ritter der Kelche von außen auf dich zukommt. Ja, jemand, der hier wirklich romantisch ist, mit dem tiefsinnige Gespräche möglich sind. Und da kommt die Sonne wieder. Ja, der dich hier zum Strahlen bringt, der dir Wärme in dein Herz bringt, ja, der hier nämlich einen Kelch inklusive Nachrichten für dich hat. Denn wenn es einer schafft, die Königin der Schwerter aus ihrem Versteck zu locken. Schaut mal, die Symbolsprache, ich halte es euch mal hin. Die Königin der Schwerter, ich hoffe, man sieht es, ich sehe es nämlich nicht, hat hier einen Kelch verschlossen aufgrund der Erfahrungen des Verletztseins der Vergangenheit, weil euch jemand wehgetan hat mit Worten, Handlungen, Gedanken oder Taten. Ja, hier kommt jetzt aber ein Ritter der Kelche und präsentiert dir hier auf der Picknickdecke dein Kelch, möchte hier leckeres Essen mit dir teilen, dir romantische, aufregende Nachrichten zukommen lassen und hat hier schon sein weißes Pferd gesattelt, voller Reinheit und Stolz, hier mit dir in die Gefühlswelt abzutauchen. Also wenn es einer schafft, dich aus deinem Versteck rauszuholen, dann der Ritter der Kelche, das ist ein Charmbolzen in Person, ja, auch eine romantische Dame für euch, ihr lieben Männer, ja, jemand, der wirklich euer Herz dahin schmelzen lässt, der euch eben auch gefühlvoll aus eurem Rücken
Rückzug rausholen kann. Und was ich toll finde, ist, ne, diese Person und ihr seid in der Energie der Neun der Kelche. Das heißt, hier geht es darum, dass ihr zufrieden seid mit dem, was ihr habt, dass ihr dankbar seid für das, was ihr erreicht habt. Ja, es gibt hier noch ein Kelch, der euch noch fehlt zu den Zehn der Kelchen. Dann werdet ihr ready, perfekt abgestimmt. Fülle, Fülle, Fülle. Aber mit den Neun der Kelchen habt ihr hier schon eine richtig große Schatztruhe gefüllt, voll Eigenwert, Eigenliebe, Selbstliebe. Seid bereit, euch auch hier wie Phönix aus der Asche, ne, zu befreien, euch aufzusprengen, in den Wandel zu gehen und komplett in Leichtigkeit von vorne neu zu starten. Neun Kelche habt ihr schon erreicht, ihr seid glücklich mit euch selber und das ist das, was ich meine, wenn sich zwei Menschen auf Augenhöhe die Kelche, die Hände reichen sozusagen, wenn jeder Kelch für jedes Standbein mit neun Kelchen gefüllt ist, dann gibt es zusammen die zehn Kelche glückliche Momente, die man miteinander teilen kann, dass quasi jeder in sich zufrieden ist, mit sich selber zufrieden ist, seinen Wert per se kennt, weil ihr beide und die Karten sind liegen geblieben. Weil ihr beide hier eine Transformation hinter euch habt. Ja? Kann auch sein, dass ihr hier, wenn ihr nicht auf die Liebe schaut, aber kommt mir sehr stark rein, dass ihr hier Hoffnungen und Wünsche habt, eben Gleichgesinnte kennenzulernen, mit denen hier schöne Treffen und Gespräche möglich sind, die mit euch in gleicher Energie schwingen, weil sie auch durch die Transformation gegangen sind, sich gewandelt haben, einen Stirb- und Werdeprozess hingelegt haben und nun in ihrer Größe, in ihren Neun der Kelchen angekommen sind. Ja, ihr Lieben, hier kommt ein Herrscher für den einen oder anderen auf euch zu, ne? Oder eine Herrscherin, ihr lieben Männer, eine handfeste Chance, ein handfestes Saatkornpotenzial, was ihr wirklich greifen könnt in Seelenverwandtschaft mit den vier der Stäben. Hier haben wir wirklich Seelenpartner, Seelenpartner. Hier geht's raus, hab Spaß und auch die vier der Stäbe stehen dafür, dass jeder auf seinen eigenen Stuhlbein, Standbein verfestigt oder verwurzelt ist und man miteinander hier für Stabilität und Sicherheit vorangehen kann. Ja, eine Zeit des Bedauerns und Betrauerns und des Herzschmerz AD, ne, Machtkämpfe, Konkurrenzkämpfe und Zerrissenheit AD. Jetzt hier ein karmischer Zyklus darf geschlossen werden, damit eine neue Welt starten kann. Ach so, bevor ich gerade weitermache, was wollte ich hier denn? Vergangenheit, Seelenpartnerschaft, Kindheitsthemen, Kindheitserinnerungen. Entweder hier kommt ein Mensch auf dich zu, den du dir lang gewünscht und affirmiert hast, oder aber hier, also den du vielleicht auch aus der Vergangenheit kennst, oder aber du hast das Gefühl, diese Person schon ganz lang zu kennen, sofort eine Verbindung, einen Draht zu dieser Person, ja. Vielleicht geht es hier auch nur darum, mit gemeinschaftlichen Projekten, mit Menschen voranzugehen, die dich auch erfüllen, mit denen du was zum Wachsen bringen kannst, ja. Alles, was dir hier Freude, glückliche Momente beschert, ne? Auch in Erinnerungen kann der ein oder andere schwelgen, weil wir hier für manche auch die zweite Chance mit dem Gericht haben. Ja, lasst mich mal schauen. Hier kommt auf alle Fälle Gerechtigkeit in euer Feld. Ihr werdet jetzt belohnt für die Samen, die ihr in der Vergangenheit gesetzt habt, für die Handlungen, wo ihr immer an eurem Glauben festgehalten habt, ja, beständig hier euren Weg weitergegangen seid, aber auch die Hoffnung auf Liebe und Glück nicht aufgegeben habt, auch wenn ihr zurzeit in der Energie der Königin der Schwerter seid. Ihr vertraut drauf schon seit Kindheitstagen, dass für euch ein richtiger Mensch da sein wird, kommen wird oder ihr diesen schon gefunden habt, mit dem hier Glück lebbar ist auf Augenhöhe. Ja, ne? Jeder soll als Königin der Münzen seinen Wert erkennen. Hier geht's, ich sehe es gerade, ihr Lieben, wir haben nochmal, wow, wie viele große Arkanen haben wir denn? Wir haben ja hier die Gerechtigkeit auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, 6 große Arkana-Karten, ja, wir haben hier den Wagen, du hast die Zügel deines Lebens in die Hand genommen, bist vorwärts gegangen, hast deinen Fokus ausgerichtet, ne, hast hier deine Schattenanteile und Sonnenanteile in Balance gebracht, bist jetzt dabei, hier dich auf den richtigen Weg zu machen, bist wieder zurück auf deinen Seelenweg gekommen, ja, hast hier deinen Wagen schon ready und startklar, möchtest vielleicht eine Reise antreten, umziehen oder mit einem neuen Auto vielleicht
vielleicht einfach durchstarten. Hier geht es um ganz schnelle Bewegung. Der Wagen bringt hier schnell einen Wandel mit sich. Ja? Ihr Lieben, hier haben wir auch die Krebsenergie. Ansonsten haben wir hier noch große Arkanen. Ich schreibe es euch unten mit rein, welche Sternzeichen explizit dabei sind. So, die Sonne haben wir auch noch, ne? Die größte Glückskarte im Tarot. Wenn die Reise denn losgeht, dann geht sie zügig voran Richtung Glück, Sonne, Sorglosigkeit, Erfolg, Fülle, Klarheit, Strahlkraft, Power. Ja, und schaut mal, hier sehr ähnliche Energie. Sie sprengt sich frei. Sie sprengt sich frei, auch sie hier. Ihr befreit euch hier ganz krass von Alten, von Gefangensein. Ihr streift eine alte Haut ab, haltet an euren Wünschen, Träumen und Sehnsüchten fest. Seid hier schon auf der Reise in eine neue Entwicklung, den Sternen der Sonne entgegen, Richtung Partnerschaft, Beziehung, Verbindungen auf Augenhöhe. Wow! Die Reise geht schneller voran, als ihr es euch denken oder wünschen könnt. Ich weiß, ihr seid mit Sicherheit auch in der gleichen Energie. Ne? Ihr könnt es kaum noch erwarten, hier vorwärts zu kommen, dass hier eure Schiffchen ankommen. Für den einen der richtige Partner oder die Partnerin, für den anderen die nächste Entwicklungsstufe in der Beziehung. Ja, vielleicht geht es ja auch um den Wartezeitpunkt, um den richtigen Zeitpunkt. Wann geht es jetzt endlich los? Wann kann die Reise starten? Wann startet euer Glück? Wir haben hier bisher nur Bombenkarten, ihr Lieben. Ja, kann auch sein, dass das Glück im Sommer losgeht. Wir sind im Sonnenjahr. Die Sonne ist hier sehr stark vertreten. Wichtig ist, ihr dürft euch hier unabhängig machen und als Königin der Münzen euren Wert erkennen. Ja, hier fürsorglich auch für euch ein- und aufstehen. Investieren in euren Körper, in eure Gesundheit, in eure Finanzen. Ihr wisst hier als Königin der Münzen genau, was ihr wert seid. Ne? Ihr nehmt euch hier vornehmlich zurück, kommt in eurer Ruhe an, in eurer Beständigkeit und sorgt hier fürsorglich wirklich in erster Linie erstmal für eure Eigenliebe und Fülle. Und die ein oder anderen, die mich schon länger auf meinem Kanal begleiten, wissen, ich sage immer, Positives zieht Positives an. Ja? Bin ich in einer positiven Grundenergie, kann ich natürlich auch per se Positives anziehen. So, ihr Lieben, wir klären mal ab für die drei der Stäbe. Wann geht die Reise los? Wo geht die Reise hin? Welche Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche hast du? Ich meine, liegt schon alles auf dem Tisch. Ich bin gespannt, was die Karten noch sagen können. Okay. Ja, hier haben wir die 9 der Schwerter und das Ass der Stäbe. Ja, ihr seid hier per se so ein bisschen hin und her gerissen. Da kommt wieder die Grundenergie von den 2 der Schwertern. Ich habe gedacht, sie sind am Unterdeck noch. Nein. Nämlich schlaflose Nächte, noch Kummer, vielleicht Sorgen, Kopfzerbrechen, ja. Ihr könnt es vielleicht kaum mehr abwarten, träumt vielleicht schon von einer Änderung in Zukunft, habt hier wirklich die ein oder andere schlaflose Nacht, weil ihr hier einen leidenschaftlichen, aufregenden Neuanfang starten wollt, es euch nicht schnell genug geht, ihr vielleicht auch auf eine Kommunikation wartet, ja, auf Nachrichten, auf das Vorwärtskommen, wann dreht sich hier das Schicksalsrad für euch weiter. Wann könnt ihr hier in Leichtigkeit, Optimismus neu durchstarten? Ja, ihr arbeitet hier schon eine ganze Zeit daran, loszulassen. Was wollt ihr denn loslassen? Ja, die Transformation und das Ende von einem Herrscher, der euch ins Mangeldenken gestürzt hat. Das Ende von manipulativen Energien mit dem König der Kelche auf dem Kopf. Ne? Jemand, der euch triggern konnte und genau gewusst hat, wie er euch um den Finger wickelt. Hier habt ihr euch abgegrenzt, habt ganz klar einen Schutzzaun gezogen, habt eine Trennung oder einen Schlussstrich vorgenommen und seid jetzt in eurer Heilung, um wieder in eure Leichtigkeit und ins Vertrauen zu kommen. Ja? Hier hatte der Teufel die Finger mit im Spiel mit einem Mr. Sexy, wo es plötzlich wieder Blitz eingeschlagen hat, der euch manipulativ ein Familienleben vorgemacht hat. Ihr habt euch hier auf die Reise begeben an ein neues Ufer. So, wir machen es mal so. Wir klären mal die 9 der Schwerter, liebes Universum. Was bekommen wir für die 9 der Schwerter? Was hilft dem Kollektiv, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen? Ihr Lieben, der
Gehängte, wieder mal eine große Arcana-Karte. Also wenn das nicht mal ein aufregendes Reading ist, eine Lernaufgabe nach der anderen, ja. Hier geht es darum, wirklich, du hast deine Perspektive umgewandelt. Du hast hier Erleuchtung gefunden und erkannt, du darfst in deinen Gedanken mal das große Ganze sehen, mal Reinheit reinbringen, deine Gedanken klären, deinen Blickwinkel ändern. Diese Situation hat deinen Blickwinkel geändert. Du darfst jetzt lediglich noch erkennen, dass du aus diesen neun der Schwertern aussteigen darfst, ne, aus dem Gedankenkarussell und stattdessen deinem Anfang, deinem Neuanfang, deinem aufregenden Neuanfang voller Begeisterung, Leidenschaft auch, ne, Empfängnis, Wachstum, Fülle folgen darfst. Der Eremit, warum kommt mir hier der Eremit rein? Du hast mit den fünf der Stäben hier dich durchgesetzt, du greifst hier nach den Sternen, du möchtest hier endlich dein Feuer wieder finden. Ne? Hier gibt es vielleicht Konkurrenz, Machtkämpfe, vielleicht in der Arbeit, vielleicht hattest du Konkurrenzkämpfe auch mit anderen Personen bezogen auf eine Beziehung oder du hast gewisse Erfahrungen im Leben geerntet, wo es immer darum ging, du musst für alles kämpfen, du hast dir hart erarbeitet, was du hast. Jetzt verstehe ich, mit dem Gehängten die Perspektive wechseln und darfst ins Empfangen kommen und die Machtkämpfe und das Konkurrenzdenken an ACTA legen. Ja? Hier stürzt was zusammen, der untere fällt runter, du greifst jetzt hier nach dem Feuer, du hast erkannt, du darfst dich hier aus diesem ständigen Durchsetzungsmodus, Durchsetzungskampf befreien. Ihr Lieben, wir haben hier, jetzt habe ich es da oben weggenommen, den Phönix aus der Asche. Ja, du befreist dich hier, du lässt alte Glaubenssätze los, du greifst nach den Sternen und möchtest jetzt rein in dein Ast der Stäbe, kannst es kaum erwarten, wann es losgeht. Richtung Glück, Freude, Leidenschaft, Neuanfang, Partnerschaft. Ihr Lieben, ja, die Herrscherin, et voilà. Ihr seid durch den Wachstumsprozess zur Herrscherin geworden. Ja, ihr dürft euch hier dem Fluss des Lebens öffnen. Hier sind ganz viele Fische drauf. Du hast alles, was du brauchst. Die ganze Welt in dir. Jede Erfahrung hat dich reifen lassen und dich zur größten Karte im Tarot entwickeln lassen. Ja, die Herrscherin ist jemand, der das nährt oder der steckt nur Energie in was und nährt was, was Wachstum und Fülle verspricht. Du bist die Traumfrau oder der Traummann in Person sozusagen und möchtest jetzt in gleicher Energie die passenden Menschen in dein Energiefeld reinziehen. Ne? Der Mond kann für den einen oder anderen eine wichtige Rolle spielen, vielleicht auch dein Mondzeichen, dein Aszendent vielleicht auch. Hier geht es um Tiefgang, um tiefe Gefühle, um sich hier wirklich seinem Wachstum und seiner Fülle zuzuwenden und mit etwas schwanger zu gehen, ja, vielleicht ein neues Projekt, eine neue Idee hier langfristig zu nähern, groß werden zu lassen oder vielleicht möchtest du auch in die Empfängnis gehen, denn ihr Lieben, das Ast der Stäbe per se steht für die Empfängnis und die Schwangerschaft, ne, mit der Herrscherin für das Austragen eines Kindes. Hier wartest du vielleicht auch schon, bis das Kind das Licht der Welt erblickt oder du möchtest endlich Mama werden. Und wenn du schon Kinder hast und die Kinderplanung abgeschlossen ist, dann möchtest du hier einfach einen leidenschaftlichen Neuanfang starten mit all den Ideen, kreativen Möglichkeiten, Visionen und Ideen, die dich begeistern, die dein Seelenfeuer zum Brennen bringen, wo es um Wachstum, Erfolg, Fülle, Harmonie und Frieden geht. Ja, ihr dreht euch hier weg von den Machtkämpfen und habt Erkenntnisse gesammelt, all die Herausforderungen, die ihr hattet, ne, als Eremit, und hier ist er. Deswegen habe ich bei den fünf der Stäben auch mit dem Eremiten zum Stottern angefangen. Noch eine große Arcana-Karte. In deiner Sinnfindungsphase, in deiner Innenschau, in deiner Rückschau sozusagen, ne? Während du dein Leben rückwärts beleuchtest, hast du erkannt, dass alle Herausforderungen dich zu dem haben werden lassen, nämlich zur Herrscherin, die du jetzt oder der du jetzt bist sozusagen. Ne? Hier der Eremit ist jemand, der sehr reif und weise aus den Erfahrungen geworden ist und jetzt die Kraft hat, andere mit seinem Licht den Weg zu leuchten, ja?
Du suchst hier einen Weg, um in deine Herrscherkraft zu kommen. Und auch ihr Lieben, ne, wenn ihr Single seid, der Eremit steht auch für den Single, während auch die 9 der Kelche für das Single-Dasein stehen kann. Du wartest hier auf einen Seelenpartner, auf Verbindungen und Verträge, vielleicht auch Gemeinschaften. Es gibt auch Seelenpartner im Berufsfeld, Seelenpartner im Bereich der Familie. Du möchtest hier dein Glück finden. Ja, ihr Lieben, mega Botschaft. Und dann würde ich sagen, ziehen wir noch ein paar Zusatzkarten, bevor ich hier auf diese Karten eingehe. Weil nämlich, ich arbeite heute mit dem geilen Scheiß vom Glücklichsein. Nein, wirklich, es heißt so. Mit dem Kartendeck von meiner lieben Mama. Ich liebe diese Karten und habe jetzt auch die Genehmigung dafür. Ich würde sagen, wir legen mal einfach intuitiv ein paar mit drauf und schauen dann zum Schluss. Es sind aber viele geworden. Was es denn? Ja, wir legen sie hier mit drauf, zu sagen hat. So, ihr Lieben, wir haben hier noch als 2 der Kelche, als Herrscherin sozusagen und die Sonne, die 10 der Münzen. Ankommen bei sich selber, ankommen in seinem Zuhause, ankommen im Familiendasein, eine Familie gründen, ne, mit dem Ast der Stäbe und der Herrscherin. Vielleicht möchtest du Mama werden, Papa werden, deine Familie erweitern, neue Herzensmenschen in deinem familiären Umfeld aufnehmen. Mit den 10 der Münzen, wie es die Karte schon zeigt, geht es hier um Haus, Hof, Hund, Familie, Kinder, Reichtum, Fülle, Erfolg, langfristige Beziehungen und langfristige Projekte. Jackpot-Karte ever. Fehlen nur noch die 10 der Kelche, aber wir haben hier ja die 2 der Kelche, die per se schon für die Erfüllung auf Augenhöhe steht, für Gleichgesinnte, für Liebe, wo Geben und Nehmen im Einklang ist. Du, mein lieber Zuschauer oder Zuschauerin, bist noch in der Energie als Königin der Schwerter mit den 9 der Stäben. Das heißt, du grenzt dich hier noch ab. Du hast gelernt, deinen Schutzzaun zu ziehen. Ne? Du sagst für manche Sachen bis hierher und nicht mehr weiter. Du lässt hier nicht mehr jeden in deinen Sicherheitsbereich reinkommen, denn du bist ja die Königin der Münzen, auch wie wir es gesehen haben. Ja? Hier bist du vielleicht erschöpft von dem ganzen Struggle, von den Herausforderungen der Vergangenheit, bis des Kämpfens müde. Und ihr Lieben, das ist gut so, denn erst wenn man am Ende angekommen ist, erschöpft ist, dann gibt man auch die Kontrolle auf und vertraut drauf, ja? Und schaut mal, was wir hier noch haben, den König der Münzen, das Pendant zur Königin der Münzen. Das heißt, ich suche sie nochmal schnell raus, für diejenigen welchen und die Welt am Unterdeck, ta, 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 nimm endlich die Augenbinde ab, ich weiß, fällt schwer, geht mir nicht anders, ihr spürt es wahrscheinlich schon intuitiv, dass hier etwas Großes bevorsteht, komm aus dem Zweifeln raus, weil ansonsten schürst du die Zweifel, ja, zieh lieber positiv deine Affirmationen in Gedanken an, nimm die Augenbinde ab, fühle durch den Schmerz, sieh hin, triff eine Entscheidung, auch wenn mehrere Menschen an dir zerren und mitreden wollen, steige aus diesem Gedankenkarussell und wende dich dem zu, ne, einem Schlussstrich zu ziehen, was du möchtest. Ja, hier haben wir wirklich mehrfach die Entscheidung, du bist am Abwägen, überfordert sein, geben und geben und geben und geben. Du hast vielleicht auch für einen Ex-Partner oder Ex-Partnerin nur gegeben, ja, jemand, der hinterhältig war, wo Lug und Betrug vorgeherrscht hat, ja, jemand, für den du nur eine Option warst, ne, der viele Auswahlmöglichkeiten hatte, du warst hier geblendet, wurdest geblendet, warst verwirrt und hast dich dann schweren Herzens auf die Reise gemacht an ein ruhigeres Ufer. Ja, hier wurden deine Schattenthemen beleuchtet, ne? Intuition war gefragt, unterbewusst hast du schon gespürt, dass hier irgendwelche Ängste angetriggert worden sind, dass du hier irgendwas spürst, dass es hier ein Geheimnis im Verborgenen war. Dies hat dich aber lediglich in deinen Sieg, in deinen Triumph und in deine Größe gebracht. Achso, nochmal zurück. Ihr seht, das Universum spricht heute schon wieder so laut und so schnell mit mir. Hier die Königin der Münzen, Power Couple Paar für diejenigen welchen, die auf die Liebe schauen,
du möchtest hier, ne? Wie kann es schöner sein, mit Menschen zu tun haben, die deinen Wert schätzen, Wert erkennen, wo man sich gegenseitig die Münze reicht, wo man stabil in seinen Emotionen, Gefühlen und Handlungen ist, ne? Wo man auch den Genuss des Lebens schätzt, ne? Die Münzen stehen auch für den Genuss, ja? Wo man sich mal zurücknehmen kann, mal all die Dinge auf sich zukommen lassen darf, im Vertrauen bleiben darf, beständig, bodenständig, quasi miteinander etwas erschaffen darf. Ihr Lieben, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hinlegen soll. Wir haben hier nämlich die Welt ja auch noch liegen, karmischer Zyklus, karmischer Wandel, und ich sehe, die Legung wird schon wieder länger als geplant, und die Karten, die ich eigentlich verwenden wollte, habe ich nicht verwendet, aber gut. Wenn du nicht an Wunder glaubst, dann glaube an dich selbst. Wow, das ist mal eine Message. Glaube an dich selbst und es wird dein Wunder kommen. Und jetzt lesen wir noch schnell rein. Neue Wege entstehen, indem du sie gehst, nicht indem du auf den perfekten Zeitpunkt wartest. Womit möchtest du schon länger anfangen, tust es aber noch nicht? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mit dem Ast der Stäbe zu beginnen. Ja, in kleinen Schritten, Stück für Stück, trau dich, fang an, wechsel die Perspektive, befreie dich, sorge für dein Glück, ne? Auch hier, was andere über dich denken, sagt mehr über sie als über dich. Das hatten wir schon bei der Königin der Schwerter. Du wirst nicht das bekommen, was dir zusteht, wenn du daran festhältst, was du loslassen solltest. Und das waren die vier der Münzen auf dem Kopf. Hier ist die Liste an Dingen, die du tun musst, damit dich jemand liebt. Punkt Nummer 1, nichts. Wow. Denn hier warten Partnerschaften, Verbindungen auf dich, wo man nicht beweisen muss, wie toll man ist, sondern wenn ihr euren Wert erkennt, du deinen Wert erkannt hast, dann erkennt auch ein Mensch in gleicher Energie im Außen deine Besonderheit. Ihr seid gut so, wie ihr seid. Und schaut mal, du brauchst deinen Wert niemand beweisen. Der einzige Mensch, den du stolz machen musst, bist du selbst. Sei jemand, der dich glücklich macht, und nicht finde jemand, der dich glücklich macht. Perfekt, denn hier kommen Menschen zusammen jetzt, die sich gegenseitig ergänzen, bereichern, heilen und entwickeln. Menschen, die dich verurteilen, wenn du Grenzen setzt, sind jene, die es sich zum Vorteil gemacht haben, als du keine hattest. Yes, und genau das ist die Energie der Königin der Schwerter. Ihr habt euch abgegrenzt, ne? Habt euch von toxischen Menschen befreit. Hier mit den Neun der Stäben, wie wir es gesagt haben, Menschen, die dich verurteilen, lässt du nicht mehr an dich ran. Und dann haben wir noch die zwei Karten. Nicht alles, was du verlierst, ist ein Verlust. Ja, kennt ihr die letzten Legungen? Manche Türen bleiben zu, damit du weitergehen kannst. Und manchmal ist eine Niederlage auch ein versteckter Sieg. Und wir haben, wann bist du das letzte Mal aufgewacht und dachtest, das könnte der beste Tag deines Lebens werden? Fang heute damit an, dir vorzustellen, wie wäre es, wenn ich glücklich bin, was brauche ich, um mit mir glücklich zu sein, ja? Fake it till you make it, ne? Affirmiere positiv, tu so als ob, fühle so als ob das alles schon da ist, was du dir wünschst, dann wird es auch so für dich kommen. Wow! Ihr Lieben, diese Decks, die ich eigentlich noch hergelegt habe, die wenden wir dann einfach beim nächsten Mal an. Ich habe mich reich beschenkt, selber, weil ich bin auch in der Energie der Neun der Kelche. Das, was mich glücklich macht, besorge ich mir selber. Und wenn Menschen in mein Feld kommen, die eine Bereicherung sind, die meinen Wert erkennen, so wie ihr auch, ja, so wie ich dankbar bin für euren Wert, für euer Dasein, für euer Vertrauen, für eure Wertschätzung, sind wir hier eine gemeinsame Gruppe, die auf der Reise sind, an dem Glauben des Universums festzuhalten, an seine Träume und Ziele zu halten und zu vertrauen, sich zu wünschen, vorzustellen, in welcher Welt wir leben wollen. Wir haben hier die Welt, ne? Und ich sag's nochmal, du musst nichts verändern, du bist gut so, wie du bist. In diesem Sinne entschuldigt, wenn das Video wieder ein bisschen länger geworden ist, aber was raus muss, muss raus. Habe nur Mut, den ersten Schritt zu gehen, und verändere die Dinge zum Positiven, die du verändern kannst. Ihr Lieben, ich drücke euch ganz fest, habe ein paar Sonnenstrahlen für euch eingefangen, wünsche euch eine stürmische Woche, lasst euch vom Wind
den Kummer vertreiben und holt euch die sonnigen Zeiten her. Ich freue mich auf ein nächstes Video mit euch. Bis ganz bald, sagt ganz lieb eure Sunny. Ciao, ciao.